Herzlich willkommen zurück bei Darksiders 3. Ja, ich bin in der letzten Folge ein paar Mal in diese Fallen gelaufen. Dummerweise. Hallo? Hab fast keine... Oh mein Gott! Fast keine Heilungsdinger mehr. Nur noch zwei. Und dann halt die normale Heilung. Also die wieder aufladbare Heilung, ne? Da oben. Da. Kann ich da nicht einfach... Hier, wie funktioniert... Achso. Achso, ja, easy. Frage ist, wie komme ich jetzt dahin? Kann ich da einfach drauf springen? Oh, wow. Ich benutze den dritten Sprung zur Sicherheit. Nur... Kleine Snitcher. Ich schmeiß den hier weg. Ist sicherer. Hep. Sehr schick. Da ist eine Falle, ich sehe sie. Also diese sehe ich. Wenn ich jetzt... Einfach nur... mein Arm. Das sieht aus wie der Weg, zu dem ich hin muss. Aus diesem Grund. Ich nochmal da hinten hin. Da war noch so ein kleiner Kriecher-Gegner. Was heißt klein? Ich glaube Kriecher... Ah, mein Gott! Was ist hier los? Ich habe mir eben die ganzen Heilungsdinger geholt und jetzt latsche ich hier ständig in diese Fallen rein. Boah, wer... Oh mein Gott. Nein! Der hat mir zwei Hits gegeben, ich war tot. Oh mein Gott, wie oft bin ich schon gestorben? Kann ich irgendwo die Statistik nachgucken? Das wäre gut zu wissen. Och, nö. Geht das? Hier vielleicht? Hier? Hier? Irgendwie? Irgendwas? Boah, ich glaube, das hier... bringt irgendwie nicht wirklich was. So, dann machen wir das Ganze einfach mal so rum. Genau. Alter. Wie komme ich denn überhaupt hier hin? Da ist ein Secret Way. Jetzt muss ich den ganzen Weg dann nochmal durchlatschen, ey. Och nö, oder... Oh, wow. Dann ist das wohl mein Schicksal, ne? Aber hier muss ich ja zum Glück nicht großartig kämpfen. Beziehungsweise überhaupt nicht. Bis auf hier vorne. Toll, danke sehr. Oh mein Gott. Du kleine Hexe davon, wirf! Ich mach dich alle! Boah! Drecksplagen, ey! Gibt es ja nicht! Oh wow, jetzt kommen die ganzen Viecher wieder. Echt jetzt? Sind zum Glück gar nicht viel oder so. Toll. Danke sehr. Danke, Spiel. Hä? Ach. Boah, diese Sache mit dieser Anvisierung geht mir schon ein bisschen hart auf den Sack.
Okay. Kannst auch so ein bisschen... Hä? Ich war doch tot. Dachte ich zumindest. Oh, wow. Und dann kommen sie von hinten an. Nein. Komm her. Gibt's nicht sowas. Wo bist du? Kleine, hässliche Plagen. Ohne Scheiß. Unglaublich. Hä? Ach so, das ist das Erste. Hier ist schon kaputt, natürlich. Nice. Genau so wird's nicht gemacht. Ich weiß immer nicht, ob ich drücken soll, wenn der Kreis weiß ist oder wenn er klein geworden ist. Ich drück doch. Nee! Boah, man hat so eine Viertelmillisekunde Zeit. Ich drück. Wie soll ich denn derzeit drücken? Hallo? Habt ihr euch das mal vorgestellt? Ne, ich fall nicht nochmal runter hier. So, das war hier unten, oder? Genau. Das heißt, hier rechts war einer um die Ecke. So kleine Bastard. Komm, halt dich doch, Alter. Wie uns direkt auf die Backen gibt. Ich mach diese Combo bei dem ausprobieren. Oh mein Gott. Der lässt sich halt... ja. War jetzt nicht der Mega-Shit, aber ist okay. Gib mir das. Boah. Du machst Puff. Und die ganze Heilung ist da weg. Ach ja. Oh mein Gott. Da war noch eine Falle. Ich dachte, die hätte die ausgelöst. Durch diese Explosion. Und da ist die Heilung nicht nur weg, sondern halt voll verschwendet. Guck, jetzt ist aber hier weg zum Beispiel. Das ist auch so eine Sache. Das war gut. Das war sehr gut. In dein Gesicht. Ganz einfach. Geh mir nicht auf die Eier. Oh. Ich meine, diese Kinderstimmen. Bah, das ist so... Das ist schon creepy. Ich will diese Fallen nicht mehr. Scheint jemand ziemlich sammelwütig zu sein. Was zur Hölle? Dein Talisman. Sei vorsichtig. Gier? Die Gier? Ist es die Gier? Ist es denn die Möglichkeit? Der wird uns so auseinandernehmen. Hier muss noch irgendwo ein Vulgrim-Kerl sein. Okay, jetzt bin ich hier ganz woanders. Vielleicht ist es auch nur zum Aufgieren erstmal. Auf jeden Fall gibt es hier keine Fallen. Ah, jetzt bin ich hier. Das war das, was ich von... Da müsste Vulgrim sein. Da hingen schon seine komischen Pedo-Talismanne. Der hat wahrscheinlich die ganzen Kinder angelockt. Kleiner versauter Drecksack. Oh, Heilung. Gib mir Heilung. Hier, direkt. Zack. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht so sicher, ob ich hier hin sollte. Schalte ich eventuell einen Shortcut frei?
Nicht mit mir. Ne, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Das ist sehr cool. Ich glaube, ich muss hier noch gar nicht lang. Ich kann hier noch gar... Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Da ist sie wieder, die Trägheit. Jawoll. Tag und dann gib ihm. Nice. So langsam. Ne, ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin. Ich gehe mal zurück. Weil das hier ist schon wieder mit Eiern und so und die eine Todsünde so komplett außer Acht gelassen irgendwie. Aber jetzt müsste hier der gute andere Kerl sein, oder? Och, och Gott. Gott sei Dank. Ulgrim sei Dank. Mal auf den Stuss. So, kann ich jetzt eigentlich hier, sagen wir mal, womit kann dir diese Belastung erstmal so ein Ding und so ein Ding. Einfach nur, um erstmal so ein bisschen safe zu sein. Hier Wolkenkratzer, wo bin ich denn gerade? Kreuzung, das ist da, wo der andere. West End. Nee, Haven. Unterwelt. Zugang. Fähigkeiten? Fähigkeiten? Hä? Was sind denn Fähigkeiten? Okay. Nee, aber ich muss, Warte. Die Schmiede des Erschaffers. Genau, da muss ich hin. Ja, ich habe gedrückt. Tausendmal. Was ist hier los? Kind. Drücke Shift. Ja, aber wenn es doch nicht schalten. Das ist aktuell mein größtes Problem. Hier halten, da steht Gegner Auswahlmodus. Ist wahrscheinlich nur für... Was ist denn das jetzt? Hä? Was hab ich denn jetzt gemacht? Hier, Gameplay. Ja? Es ist grau. Warum ist es grau? Ich verstehe dies nicht. War das aktiviert oder war das nicht aktiviert? Ich mach's einfach mal auf Halten. Vielleicht bringt's ja irgendwas. Ich hab keine Ahnung. So, mein Freund. Ist denn jetzt eigentlich auch die eine Frau hier, die wir hier hingeschickt haben? Oder ist es nur so... Okay, das sind keine neuen. Vielleicht hängt die auch irgendwo da oben mit rum. Ultan, pass mal auf, mein Freund. Wie kann mein Hammer zu Diensten sein? Waffe aufrüsten. Ach stimmt, das ging ja. Das habe ich ja ganz vergessen. Verbesserung verstärken? Was machen die hier? Schaden, Gesundheit, Dauer der Chaosgestalt. Und das hier oben. Nein, hallo. Hier. So. Sind 15% mehr Schaden, 18% mehr Gesundheit. Das wäre natürlich schon nicht schlecht. Soll ich zuerst den Schaden nehmen oder zuerst Gesundheit? Boah. Die Sache ist, wenn ich einmal angefangen habe, kann ich nicht mehr den Weg wechseln. Das heißt, ich muss dann den Weg weiterführen. Boah. Aber ich glaube tatsächlich, Gesundheit ist aktuell noch besser. Wir kommen ja sowieso am Ende zum gleichen Ziel. Das heißt, es ist ja nur temporär der Unterschied. Ich nehme das. Oho, damit wirst du ordentlich nice. Anrichten.
kann ich hier... Könnte ich... Nee, ich kann doch nicht mehr zurück. Okay. Das wollte ich wissen. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du... Hätte ich nicht für möglich gehalten. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du... Noch. Alter, ich zeig dir mal, wie du das so möglich hältst hier. Ich pimp meine Waffe auf bis zum geht nicht mehr. Das Ding auch noch? Ach komm. Du ordentlich Verwüstung anrichten. Das kannst du aber glauben. Interessant. Alles Gute. Sieht es. Wie viel Gesundheit habe ich denn jetzt eigentlich? Wo sehe ich denn das? Achso, hier vorne. 363. Okay, das gibt mir 150. 75, nee, plus 1. Der Brückenstein, Magieschaden habe ich nicht wirklich. Ich müsste auch mal auf Stärke gehen. Ich glaube, den nächsten 2 Punkte oder den nächsten Punkt setze ich in Stärke auf jeden Fall. Und dann je nachdem, reicht die Gesundheit, reicht sie nicht. Sei gegrillt. So, vielleicht sollte ich nochmal... Ich kaufe ehrlich nochmal ein Heilungsfragment. Das ist mir doch wichtig. Es hat genau gereicht. Wie du willst. Mein Gott. Boah. Leb wohl. Puh, das heißt, hier, einmal bitte, danke sehr. Sieht's hier aus? 91 plus 25 plus 3% und plus 7% Gesundheit. Das heißt, wir sind jetzt bei, ja, 363. Das finde ich gut. Boah, ich finde es mit den Schlangenlöchern so viel besser. Im zweiten Teil war das so ätzend, wo man auch noch durch diesen komischen, durch diesen Dungeon da laufen musste. Weißt du, so ein Minigame, nur um schnell zu reisen. Es war ein bisschen anstrengend. Hier. Hindurchreisen. Bitte sehr. Jetzt kann ich einfach wieder hier hinten rum diesen komischen Tunnel entlang geiern und dann gib ihm. Ich tippe mal auf die Gier. Weil alles, was er da gehortet hat, wirklich jeden Scheiß, der da irgendwo mal rumlag. Ich habe Rüstung gesehen, irgendwelche Schätze. Ich habe nur eins davon. Stärkungsfragment. Ach so, das war für mehr Leben, gell? Ja, es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich wollte wieder zurückgehen, ne? Ach komm, das nehmen wir noch mit. Danke sehr. So, hier bin ich richtig. Der ganze Scheiß, der hier rumliegt. Ich hab... Oh, guck mal hier. ich habe Angst. Hallo? Hallo? Die Menschen waren voller Makel. Aber auf die Kunst verstanden sie sich. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Engel so neidisch auf sie waren. Hast du je einen dieser Vögel malen sehen? Du redest über Kunst. Jetzt? Hier? Das ist ein Museum. Ich weiß, dass wir eine Mission haben. Aber... Nicht jeder weiß, wie feinen Dinge im Leben zu schätzen. Habgier. Fury. Willkommen in der Halle meiner Schätze. Leider hast du vergessen, den Eintrittspreis zu bezahlen. Dein Leben. Hol es dir, wenn du dich traust. Abschauen. Alter, der geht direkt aufs Ganze. Komm. Direkt volles Programm. Immer drauf. Alter, was macht denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich jetzt, ehrlich gesagt, damit anfangen soll. Ich sehe nichts.
Boah, dass er immer aus dem Dings rausgeht, das ist schon so ein bisschen nervig. Alter. Ich muss erstmal voll drauf klarkommen, was hier passiert gerade. Oh, sehr schön. Ich muss erstmal kapieren, wie der sich spielen lässt, so. Was macht er? Was hat er für Sets? Ich muss einfach nur hier rumjumpen und ausweichen. Oh Gott. Das war jetzt nicht so nett. Und... Komm schon. Ja. Gib ihm. Gib ihm. Boah, der Kampf ist echt nicht schlecht, ey. Ich mag die Kämpfe hier in dem Teil. Das Gute ist, dass wir gesunder regenerieren, solange ich in dem Modus bin. Nö. Wo bist du? Wo bist du? Was ist denn das? Das ist ein Dämonenkopf, Alter. Dein Ernst? Dein scheiß Ernst? Komm schon. Komm schon. Die Kombos stark. Alter, die Kombos richtig stark. Hey, ist hier nichts mehr. Was ist das? Ein Kühlschrank? Ist dein scheiß Ernst? Hast du mich mit dem Kühlschrank erschlagen? Oh mein Gott. Batz, batz, batz. Autsch. Gib ihm! Boah. Was er putte macht. Autsch. Komm schon. Und? Ai. Genießt deine Sammlung, Habgier. Ein aller letztes Mal. Weißt du, was diese Kunstwerke wert waren? Das Leben eines Sünders. Wer braucht schon ein Museum, wenn man hiermit eine Sammlung herumtragen kann? Ach, Banausen! What is happening? Ich nix verstehen? Hä? Ich wollte doch noch Lu... Ach, der gute Herr des Abgrunds. Willkommen zurück, Fury. Es ist ja nicht so, als hätte ich eine Wahl. Entführst du all deine Gäste? Du wärst nicht so respektlos. Würdest du die wahre Macht kennen, die ich dir biete? Dein Kampf mit Habgier hat gezeigt, dass dir deine Mission mehr wert ist als Besitztümer. Ein weiteres Spielzeug für mich? Wie aufmerksam von dir. Die Sturmfähigkeit. Nutze sie weise. Warum gibst du mir nicht gleich all deine Geschenke, wenn du unbedingt einen Reiter bewaffnen willst? In Fahrt. Ja, das ist eine berechtigte Frage, aber... So, 5, da steht 5 plus 2. Ich muss nicht 5 plus 2 drücken. 5 deaktiviert es. 5 deaktiviert die Form und 2 aktiviert die Sturmgestalt. Oh, ich mag das. Oh, das Helle sieht. Was haben wir diesmal? Wir haben einen kleinen Speer. Oh, Alter, guck mal. Oh, ja, na. Das Ding ist sehr, sehr cool. Wie viel Schaden macht denn das?
75 plus 18. Okay, einige Angriffe setzen sich in Brand, einige Angriffe erzeugen Blitze. Verachtung, der Griff, den Fury immer bei sich trägt. Verachtung wurde vor langer Zeit vom irren Schmied geschmiedet und passt sich Furys Willen in all ihren Formen an. Ach, dann ist... Ah, Verachtung ist der Griff, natürlich, und der verwandelt die Waffen einfach um. Das ist das Ding hier unten. Die Sturmfähigkeit trägt Ströme unheilvoller Elektrizität durch Verachtung. Nun ein Speer der Gegner in der Nähe mit Stromschlägen zur Unterwerfung zwingt. Fury kann den Speer außerdem aufladen und werfen. Wie geht denn das? Willst du mir das erklären? Wie kann ich den aufladen und werfen? Alter, ist ja der... Vor allem, wo kommen die ganzen Goldmünzen her? Also, ne? Die Menschheit hat da viel Scheißdreck eingesammelt, aber so viel Gold als Münzen? Schwierig. Schwierig. Na gut. Dann würde ich sagen, ich sammle hier noch ein bisschen Glitzer. Ah, glühende Überreste, das ist wieder so ein Upgrade-Punkt. Ich sammle hier nochmal den ganzen Kappes ein und dann beenden wir mal wieder die Folge. Komm, hier noch. Oh, das Helle sieht echt cool aus. Ich mag das. Ich mag das. Habe ich noch irgendwo eins vergessen? Nein. Frage ist, was kann ich jetzt mit dem Sturm machen? Ich habe jetzt hier Feuer. Und hier habe ich Sturm. Und hier habe ich... Nichts. Naja, da würde ich sagen... viel Spaß euch noch und in diesem Sinne, bis dahin.